Da haben wir noch mal einen Tropfen. Noch so ein Tropfen. Und ist das ein Aufkleber? Ja. Noch so ein Aufkleber. Ein Aufkleber. Mach's süß. Moment. Moment, was haben wir gerade meine Augen erblickt? Das ist doch ein Harvey-Kostüm. Ach, wie toll ist das denn? Schön. Harvey, Randale. Ach, toll. Ich wusste doch, irgendwas von Harvey finde ich. Irgendwas von Harvey ist in dem Spiel eingegangen. So, haben wir noch Hummel, Goldfisch, Ninja, ein Marienkäfer. Dann haben hier noch drei Stück fehlen uns noch. Okay. Haben wir sonst noch einen Tropfen? Ich sehe jetzt keinen. Nee. Ich sehe jetzt zumindest gerade keinen. So, was haben wir hier? Haus am Wasser? Schick! Dem Briefkasten nach zu urteilen wohnt der Plato. Ach so, okay. Platos Briefkasten. Was da wohl drin ist? Ich habe die Wahl. Nasse Füße oder Unwissenheit. Ich bevorzuge trocken und dumm. Tja, bei mir was andersrum. Okay, Vertreter alter Baum. Wie ein holziger Korkenzieher. In groß. Alles klar. Ludwig Gräber, da wird wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr Großartiges Neues sagen. Improvisierte Radiostation. Sieht doch ganz gemütlich aus. Oder ich rede mal mit ihm nochmal. Vielleicht hat er da was für uns. Und hier neben mir steht Jerry Haselnuss, liebes Publikum. Ja, wir alle wünschen dem jungen Baumläufer viel Glück. Doch jetzt geht's weiter im Programm. Ich war im Radio. Ja, wir alle wünschen dem jungen Baumläufer viel Glück. Doch jetzt geht's weiter im Programm. Okay, er hat nichts mehr zu sagen. Hat sie sonst noch was? Ach, hier ist nochmal so ein genau, den gleichen Stein da auch. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Und zwar, ich sag wahrscheinlich genau das gleiche, wie der andere Stein schon gesagt hat. Was für eine seltsame Statue. Ich höre einen feinen Ton, ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein... Ich prabbel doch nicht so, ich will hören, was der sagt. Prabbel einfach mitten rein. Er sagt genau das gleiche, wie der Waldschwarz immer sagt. Okay, dann haben wir hier die Fuchsstatue. Zu Ehren der Füchse errichtet. Oder um Hühner zu ärgern. Okay, kann man mit der reden? Mein Quatsch, fällt das dann brauchen wir. Okay, alles klar. Und ich gehe jetzt mal stark von aus, dass jetzt der Fuchs da durch kann. Darum machen wir jetzt mal wieder Nacht. Und zum Fuchs kommen. Wenn hier schon so eine Fuchsstatue steht. Hier gibt es keinen Waldschrat, oder? Nee. Aber uns fehlt ja immer noch eine Geschichte. Aber ich sehe hier keinen Waldschrat, also darf hier nicht sein. Darum wandere ich den Mauswald und wieder zum Fuchs. Fuchs. Cool, das kriegen wir von mir. Wer
bist du? Wow! Der Fuchs ist Richtung Sumpf gesprungen. Ich muss ihm hinterher. Wenn wir sofort machen, jetzt muss ich auch kurz noch was nachschauen. Okay, Gott sei Dank. Vor Probleme, den Ton zu hören, ist nur auf einem Kopfhörer. Da ist er wieder. Er ist weiter in den Sumpf gesprungen. Sah fast aus, als ob er auf mich gewartet hätte. Nichts wie hinterher. Ja, wie schon vermutet, auf jeden Fall habe ich nur von einem Kopfhörer-Teil gehört, also nur auf einem Ohr. Und da habe ich irgendwas umgeändert. Jetzt habe ich Angst gehabt, dass der Ton nicht aufnimmt, aber er nimmt es auf. Alles ist gut. Nanu? Wo ist der Fuchs denn jetzt hin? Was waren diese Statuen? Ich verstehe diese Statuen nicht. Andere Fuchsstatuen. Du hast mich erwischt. Leider muss ich jetzt nach Hause. Der Fuchs ist in ein Portal gesprungen. Ich darf mich nicht wieder abhängen lassen. Liebes Publikum, die werden nicht glauben, was ich eben gesehen habe. Ui, okay. So bist du also schließlich wieder zurückgekehrt zu uns, Kitsune. Ich hoffe, dass du diesmal länger bei uns weilst. Der Fuchs ist schon wieder weggesprungen. Kitsune heißt er also. Aber wer hat da eben mit ihm gesprochen? Wo ich wohl diesmal gelandet bin? Es ist ganz still hier, als ob es weit und breit keine Menschen gibt. Nur noch mehr von diesen Fuchsstatuen. Aber ich höre ein ganz leises Klingeln oder Läuten. Okay, also durch den Namen Kitsune, durch den Baustil und wie ich eben schon gesehen habe, wie das Zaros-Poster mit japanischen Schriftzeichen drauf ist, gehe ich mal stark von aus, dass wir wieder Japan diesmal sind. Noch so ein Poster. Aber es sieht etwas anders aus. Und die Schrift kann ich nicht lesen. Aber ich rate mal, dass das der große Zarov heißt. Ja, ich denke mal, es sah so stark aus, dass wir in Japan sind. Gut, was haben wir denn hier? Fuchsstatue. Wir haben lauter Fuchsstatuen. Hier ist auch wieder eine. Große Holzstatue. Vorhin hat sich das angehört, als ob sie gesprochen hätte. Hallo, ist da jemand? Keine Antwort. Was für eine seltsame Statue. Ob das wohl auch ein Fuchs sein soll? Okay, gucken wir erstmal noch um. Eine eiserne Glocke. Okay, die werden wir bestimmt gleich noch brauchen. Gut, dann probiere ich mal mit Felswistern diese Statue zu sprechen. Nichts passiert. Vielleicht liegt es daran, dass sie aus Holz ist und nicht aus Stein. Okay. Vielleicht mit anderen. Vielleicht sagt sie jetzt was anderes, wie gerade vorhin. Nicht so aus. Nö. Kann man da noch weitergehen? Dadurch kommen wir nicht wahrscheinlich. Da ist auch nur die Fuchsstatuen. Dann probiere ich mal mit dem zu reden. Ja. Okay. Ja, aber sonst gibt es ja doch gar nichts mehr großartig. Oh, okay. Da ist eine Glocke. Da hinten im Busch. Jetzt sehe ich dort etwas glitzern.
Sein Glöckchen. Ja, ist immer hilfreich, die Leertaste zu drücken. Da hängt ein goldenes Glöckchen drin. Ob der Fuchs aus Mauswald die verloren hat? Ich gehe mal stark von aus, wenn es so ein Glöckchen ist. Können wir da irgendwas machen? Der Holzstatue vielleicht? Hallo? Ist da jemand? Keine Antwort. Okay, leider nicht. Können wir da vielleicht an der Statue was machen? Da passe ich besser gut drauf auf. Oder hier dran? Da passe ich besser gut drauf auf. Okay. Was hat's denn hier? Jetzt nur die Stadt tun. Da oben ist halt nichts. Naja, dann gibt's hier aber auch nichts. Jetzt noch Häuser. Das sieht fast aus wie eine ganze Stadt da hinten. Aber ich sehe keine Menschen. Jetzt wüsste ich jetzt nicht, was wir machen können. Was haben wir denn alles noch? Sternkarte hier vielleicht? Bringt hier irgendwas? Mehr weniger. Aufkleber, Zauberposter, Nadel. Ja, eigentlich bringt das ja nichts. Und doch, hier passiert ja nichts. Also vielleicht mehrmals. Und vielleicht mit dem Nagel draufhauen, dass es noch eine Klange gibt? Nein, ich bin... Okay, auch nicht. Oder mit der Tasse. Mein Becher... Was? Mein Becher ist sicher ein... Ja, okay. Was können wir denn noch? Ein Stock vielleicht? Ein Stock bringt hier nichts. Sonst wüsste ich jetzt aber auch nicht, was wir machen könnten. Können wir den Pfeffer in die Nase halten? Das braucht keine Besonderheit. Könnte ja sein. Das braucht... Das ist alles... Sind ja alles... Ich glaube schon, dass wir alles das Gleiche sagen, oder? Gehe ich mal stark von aus. Knux, Felsflüstern, Ratersuch. Die Füchse dieses Landes verfügen über die Fähigkeit, das Auge anderer zu überlisten. Ein faszinierender Zauber. Ja, ich geh mal stark von dem... Ich weiß nicht mehr, wie ich sagen wollte. Egal, auf jeden Fall habe ich keine Ahnung. Probieren wir vielleicht sagen wir noch was anderes, jetzt außer was die vorhin gesagt hat, die eine Statue. Aha. Wer stört meinen Schlaf? Ich kann dich nicht sehen. Doch ich spüre deine Anwesenheit. Sorry. Ja, kann ich jetzt mit ihm reden? Dein Schritt soll dich bis hierher führen, doch keinen Schritt weiter. Ich bin Wächter dieses Tores. Ich bin Hüter dieses Ortes. Ein Fuchs mag noch so blind sein. Riechen kann er dich über Meilen hinweg. So auch ich. Wie bist du an diesen Ort gelangt, den wir Füchse den Menschen abgerungen haben, lange nachdem sie ihn uns weihten? Mensch. Da ich dir an diesem Tor Einlass nicht gewährte, musst du über den Baumknoten an diesen Ort gelangt sein. Ja, das Portal. Kitsune. Ihr Umgang mit Menschen hat sie fast so blind gemacht, wie ich es bin. Ist das ein Grund, mich nicht durchzulassen, oder? Dieses Tor bleibt Menschen verschlossen. Okay. Vielleicht jetzt mit dem Glöckchen oder so. Vielleicht kommt jetzt was. Kitsune? Bist du es?
Der helle Klang deines Glöckchens ist mir unverkennbar. Oh, ich... Du glaubst, du kannst eine alte, blinde Fuchsseele wie mich täuschen? Na ja, ich... Ein Mensch täuscht einen Fuchs. Wie wunderbar! Eigentlich wollte ich dem Fuchs nur dieses Glöckchen zurückbringen. Ah, eine edle Geste, ihr den verlorenen Besitz wiederzubringen. Du darfst passieren. Doch sei vorsichtig, Mensch. Traue niemals einem Fuchs. Besonders nicht einem wie ihr. Okay, alles klar. Dann dürfen wir rein.